Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Monkey Loose TV. Ich bin Paul, ich habe da im letzten Video schon gesehen, das war für mich gestern. Ich habe ja auch schon angekündigt im Video gestern, dass wir ja heute nochmal unterwegs sind. Gestern war so Hardbait angesagt, heute ist eher Softbait. Bei Softbait hat man nochmal verschiedenste Möglichkeiten. Das wird auch mehr im Fokus stehen. Ich habe euch gestern gesagt, an was für Strukturen ich im Winter die Fische fange. Ich werde heute wieder ähnliche Strukturen anfahren, das heißt auch wieder sehr, sehr flach angeln. Und da haben wir wirklich, gerade wenn es in Softbait-Bereich geht, super, super viele Möglichkeiten. Mein Liebling ist da aktuell wirklich Carolina Rig. Wir werden heute mal gucken, wenn die darauf nicht reagieren, muss ich variabel sein, was anderes probieren. Chatterbaits funktionieren im Winter beispielsweise auch. Also das ist wirklich ein sehr unterschätzter Köder. Mehr so ein Sommerköder, aber wir werden heute das alles erklären. Gegebenenfalls Montagen zeigen, mal nochmal Carolina Rig zeigen, wie es geht. Also alles ganz entspannt, aber heute eher Softbait im Fokus. Das heißt, wir fischen auch langsamer. Na, ich habe gestern viel vom bewegten Boot gefischt, heute eher anankern und abwerfen, gerade mit dem Wind. Und eher so Keypoints abfischen und nicht Strecke machen. Lange Rede, kurzer Sinn, ich bin wieder richtig heiß. Heute habe ich auch ein bisschen mehr geschlafen. Deswegen, ich mache jetzt mal E-Motor hoch und dann ab in den Wind, ab zum ersten Spot. Let's go. I just doubled up on crypto. New op out, give me the info. Give me the bag quick, but I gotta be talking rent for. Finna be giving all of that back and none of my kinfolk. Making the ends meet, thinking of meeting, then I sip slow. Shit, bro, better tell me where the cash at. I've been running around the city. So, erster Spot ist so ein Spot. Klassisch, sieht so gut aus, um wahr zu sein. Aber ich glaube schon, dass da Fisch drin steht. Ich starte mit dem Carolina Rig. 10 Gramm Tungsten und 10er Krabby in Bugs Pumpkin. Moment, echt meine Lieblingsfarbe. Vor allem jetzt mit Sonne und sowas, schön was Gedecktes. Ich fische auch ein sehr, sehr langes Vorfach, ist mal so 80 cm, weil ich wirklich langsam zupfen werde. Ich muss halt gucken, wie es mit dem Wind ist. Sonst muss ich nachher was schwerer gehen und dann einfach schleifen. Gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich hoffe, das geht mit dem Wind heute alles gut, weil es echt richtig gut Welle drauf. Ja, Bremse checken, bisschen lockerer. Und auf geht's, erster Wurf. Ihr habt es auf der GoPro gesehen, ich war mir selber nicht ganz safe. Ich habe angehauen wie ein Verrückter. War der erste Biss. Fuck. Also mit dem Wind richtig, richtig schwierig hier Kontakt zu halten. Ja, und hat eine Schere hier geklaut. Verdammt. Aber das war da war da vorne drin, wirklich genau in das Loch reingeworfen und er kam hinterher. Boah, das ist richtig ärgerlich, aber frühen Kontakt gehabt. Ja. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Nochmal dieselbe Stelle. Weltklasse-Wurf. Trotz Wind, gar kein Problem. Boah, ärgerlich. Das war richtig so. Er hat ihn nur so genommen. Ich habe auf der GoPro gesehen, kurz gewartet, weil ich mache das beim C-Rig ganz gerne wie beim Bass-Angeln, dass man ein bisschen mit Anni wartet, ein bisschen vernünftig genommen haben. Ah! Auch wieder, wie gestern, ey, das war vielleicht vierter Wurf heute. Boah. Ärgerlich. Das ist echt ärgerlich. Boah. Ich klatsch schon Wasser ins Boot rein, ey, Junge, Junge. Aber man kann auch bei den Krebsen wirklich warten, die Krabby Louis, die sind ziemlich stark Fisch geflavored. Yes! Geil. Man kann die Krabby Louis echt mit dem Anhieb warten. Boah, das ist ein richtig guter, ey. Boah, Alter, ich hoffe, das ist ein Barsch, ey. Boah, schöner Fisch. Boah, das ist ein richtig schwerer Fisch. Let's go. War ja wieder dasselbe, ey. Boah, bitte sei ein Barsch, bitte sei ein Barsch. Fühlt's. Bisschen, ja, ist ein Barsch. Und was für einer, Leute, das ist ein richtig, richtig, richtig dicker Barsch. Oder ist das ein Barsch? Nee, doch. Alter, das ist ein Monsterbarsch. Das ist ein, boah, das ist ein Fuffi. Boah, Freunde, bitte, ich bekomme den. Das ist ein Fuffi. Boah, das ist ein Fuffi, Mann. Boah, boah, das ist ein Fuffi, Mann. Boah. Yes! Oh, das könnte ein Fuffi sein, Leute. Auf dem Krabby, Mate, auf dem Krabby. Boah, das könnte ein Fuffi sein. Ey, wenn man letztes Video gesehen hat, da habe ich auch schon im Video richtig rumgeschrien, dass es ein Fuffi ist, ein Fuffi. Ich weiche jetzt mal ein bisschen zurück. Aber Freunde, Freunde der Sonne, das ist ein verdammt schöner Fisch. Hol ihn mal raus. Boah, ich
schön auf den Krabby. Jetzt hüpft nicht raus. Boah, Freunde. Hier, der Krabby hängt auch ganz, ganz knapp hier vorne drin. Boah, was ein Schiff. Boah, mega, mega geiler Fisch, mega geiler Start wieder so früh. Und guckt es euch an hier. Schön in die Luke den Krabby reingehauen. Ich versorge die mal kurz, dann hauen wir den mal auf die Scale. Boah! So, Freunde, wichtig, bei so dicken Fischen immer mal unterstützen am Bauch, wenn ihr die raushebt. Sonst ist das für den Kiefer echt schlimm. Boah, ah, 50, ich sag mal nichts, wir gucken mal nach. So, vorne drauf und, Alter, was? Das ist ein fucking 54,5, das ist ein 55er Barsch. Das ist ein 54er Barsch. What the fuck, Mann? Ich dachte, der wäre groß, aber 54. Alter, Aitobelli, Alter. Boah. 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 Junge, 54. Ich fall vom Glauben ab. So, Leute, hier ist der Fisch. 54. Mein PB live im Video. Oh, Mann, ey, und das ist immer das Schönste. Da mach ich mir auch die Ärmel für nass für den Jungen. Oh, Junge. Da geht er runter. Oh. Ey, Leute. Und, unglaublich, mein Kescher schwimmt da vorne im Wasser, der ist gerade weggeschwommen. Ey, boah, 54, absoluter Endstand. Ich könnte jetzt nach Hause fahren, aber ich bin trotzdem noch so angegeilt, dass ich jetzt weiter fisch. Aber ich muss jetzt mich mal kurz, ganz kurz resetten. Luis anrufen. 54, Leute, ich bin fertig mit den Nerven. Absolut, absolut Wahnsinn, Mann. So, ich habe mich jetzt mal erholt. Ich weiß nicht, wie viel auf der Kamera drauf ist. Ich habe mich auf jeden Fall sehr, sehr doll gefreut. Ich war am Anfang, als der Fisch rauskam, einfach so ruhig, weil ich einfach total fassungslos war. Und dann, das sind ja die einzelnen Schritte, die man durchgeht. Am Anfang Fassungslosigkeit, dann totale Euphorie, dann Ermüdung. Ich bin jetzt gerade ein bisschen in der Ermüdungsphase. Aber ja, ich habe jetzt gerade 2, 3 Minuten gechillt, aber der Trupp wird, denke ich mal, immer noch da stehen. Ich hatte ja einen Wurf vorher, die Fehlbisse. Wenn der große Bruder von dem, nein, Spaß, aber vielleicht steht noch einer da. Ich weiß nicht, ob der überhaupt noch einen großen Bruder hat. Ey, 54,5. Boah. Ich halt mal drauf. Ja, ja, besser ist das, Alter. Boah. So much, make it right here. Take a light year for you to get even. I mean it. I drink chai tea in the evening. Yeah. Drink green tea in the morning. Yeah. Drink champagne every weekend. Every week, man, talking like he own it. But at least it got him stuck in the ocean. In the boat, feeling seasick. In a coma. Here go fish in the pool where the sharks at. Pretty God, you can swim fast. Let us start there right now. So, ich erkläre euch mal kurz zuerst, mit welchem Tackle ich fische und danach die Führungstechnik, weil da ist das Tackle auch entscheidend. Wir haben zum einen die Micro, Solution Micro, 3 bis 12 Gramm, 2,35 Meter und die Solution Contact, die ich gestern schon gefischt habe, 5 bis 17 Gramm, 2,25 Meter. Absolute Favorite Allround Route für Barsch, da kann man wirklich alles mitmachen. Zum Zerik angeln super geil. Wann fische ich welche Route? Ich fische die 3 bis 12 Gramm Solution mit Jigkopfgewichten bzw. Bullet Weights bis 7 Gramm. Wundert euch nicht, ich habe das hier falsch montiert, das muss ich gleich noch ändern. Und die Solution Contact in 5 bis 17 Gramm fische ich bei Gewichten über 7 Gramm, also 7 bis 14 Gramm, 12 Gramm, so die Richtung. Hier fische ich ein Stück schwerer aufgrund des Windes und ich fische ein sehr langes Vorfach, habt ihr eben schon gesehen, bestimmt ja so 80 cm. Warum fische ich das? Kommen wir nämlich zur Führungstechnik. Ich hebe im Winter kaum den Köder ab, immer nur ein paar Zentimeter. Ich werfe wie gewohnt, wie im gestrigen Video auch erklärt, nah ans Ufer ran. Lass den Köder absinken, der ist sowieso sofort unten. Und beim Zerikangeln, heute ist sehr, sehr starker Wind, da nimmt man die Rute sowieso runter. Aber ich nehme beim Zerikangeln immer die Rute runter. Also ich lebe die relativ niedrig zur Wasseroberfläche runter. Und dann mache ich das auch mit so kleinen Twitch-Bewegungen. Ich twitch zweimal rein und kurbel ein Stück. Und als Faustregel im Winter, mein Tipp an euch, nie mehr als eine Umdrehung machen. Ich mache immer so eine halbe. Zweimal rein twitchen und eine halbe Umdrehung machen. Zweimal rein twitchen, eine halbe Umdrehung. Das heißt, der Köder taumelt die ganze Zeit so kurz über dem Grund ab. Na, immer ablegen lassen. Das Blei hebt gar nicht groß vom Boden ab, mal minimal. Wenn ich vorne an die Kante komme, hebt es schon mal ab. Aber ansonsten schleife ich das im Endeffekt über den Boden.
Der Krabby Louie geht leicht ein paar Zentimeter hoch und sinkt wieder ab. Wirklich bei diesem langen liegen lassen, da ballern die rein oder nehmen ihn vorsichtig. Eben die zwei Bisse, beziehungsweise den ersten Fehlbiss und den zweiten von dem 54er, die waren sehr, sehr soft. Das ist teilweise auch durch die direkte Übertragung beim Zierig, dass sie richtig reinballern. Vor allem beim Zanderangeln mit Carolina Rig. Aber beim Barschangeln nibbeln die oft nur. Und das war ja auch eben, bevor ich den Biss hatte, war ich ja dabei zu erklären, dass ihr durchaus warten könnt mit dem Anschlag. So eine, nicht wie beim Bassangeln, 3-4 Sekunden ausholen und bam rein, sondern eher mal so eine halbe Sekunde. Und wirklich merken, dass er dann wirklich richtig nimmt. Und das ist der Vorteil an den Krabby Louies. Die sind schön geflavored. Da könnt ihr das wirklich problemlos machen. Andere Leute müssen da irgendeine Paste drauf schmieren. Wir bei Monkey Louis brauchen das nicht, denn die haben ein sehr, sehr starkes Flavor. Genau. Und merke auch, ich hänge immer wieder mal drin. Ich schleife schon die Muschelpackung hier runter. Der Köder kommt jetzt erstmal ab. Der kommt schön in die Vitrine zu Hause. Der legendäre Köder mit noch einer Brustflosse. Im ersten Wurf hat er den abgebissen und im zweiten Wurf hat er sich den reingehauen. Wenn es derselbe Fisch war, weiß man natürlich nicht, aber der kommt auf jeden Fall weg. Und lustige Geschichte, der Louis war am Freitag auch noch, also der war bis Freitag noch mit uns in der Bude. Und ich habe ihm noch gesagt, gib mir mal noch einen 10er Bugs Pumpkin, noch ein paar, weil die schon knapp wurden. Hat er mir noch ein paar gegeben. Das war nicht der, den Louis mir gegeben hat, aber trotzdem. Ich hatte sie noch gesagt, gib mir von denen noch welche, die laufen im Moment. Und jetzt kommt erstmal ein neuer drauf. Ich fische den am Offset-Haken, wie meistens beim Carolina Rig. Heißt, ich mache den Nose-Hooked quasi drauf, oben rein, dann unten raus, ganz knapp. Ne? Dass man von oben reingeht, unten raus, rüberziehen, einmal den Köder drehen, auf den Schenkel drauf. Dann von unten kann man immer vorher erst peilen. Das geht bei den Krabbys mit diesen Rippen an der Seite ganz gut, mit den Riffeln. Da sagt man sich, okay, auf welchem Riffel, das heißt jetzt ein Riffel, vor den Augen muss ich rein. Hier gehe ich durch und der Köder super offset angehakt. Und man hat wirklich, na klar, ich hatte gerade eben im ersten Versuch einen Fehlbiss, aber man hat wirklich wenig Fehlbisse drauf, weil die eben einen weiten Schenkel haben. Der Krabby Louie ist super weich, die kriegt man so super, super runtergerutscht. Und dann hängen die Fische. Boah, die Bedingungen sind echt, echt hart heute. Wir haben ein super Mikrofon, deswegen hört man das vielleicht nicht so, aber es pfeift wie Sau und da ist richtig Welle drauf. Und wer mein Boot kennt, weiß das jetzt, versteht es mit Wellen in der Regel nicht so gut. Deswegen, aber ich fische jetzt weiter, ich habe noch ein bisschen umgesetzt. Neuer Spot und mal gucken, ob er auch mit zwei Brustflossen regelt. Aber wenn er schon mit einer 54er fängt, wird er mit zwei Stück. Wo ist das Limit, Freunde? Nein, Spaß. Ich will jetzt echt nicht vermessen werden oder so, weil ich saß gerade auch wirklich 5 Minuten im Boot, habe gar nicht geangelt oder 10 Minuten danach noch erstmal was gegessen. Das ist unglaublich. Und wenn dann noch die Kamera dabei ist, ihr dabei seid, ihr zugucken könnt, ist doch absolut mega. Keanu zeigt hinten auf. Ja, ja, Keanu ist auch mit dabei. There's only one of me, there's 100 of them. Gotta listen close, I drop hundreds of gems. From the start, no, I was a pretend. Noch ein Tipp zur Kontrolle, gerade bei so starkem Wind, weil die Bisse, wie eben schon gesagt, nicht immer so boom sind, sondern auch relativ vorsichtig ist immer ein Finger auf der Rute. Bei den Solutions haben wir hier auch einen Ring, wodurch ihr eine direkte Übertragung habt. Wenn ihr nicht auf dem Kork seid, sondern den Finger nicht so gerne drauf habt, sondern könnt ihr den auch so halten, habt ihr auch eine perfekte Übertragung, wirklich. Ich habe jetzt 10 Gramm drauf, fische eine Kante runter und spüre jede einzelne Muschel. Was ich lieber mache, ist den hier drauf legen, aber das ist Gewohnheitssache. Je nachdem, wie man den hält. Aber Finger auf die Rute, dann die leichten Twitch-Bewegungen und ihr spürt alles. Ihr spürt jeden Biss, jede Muschel. Ist auch super zum Erkunden der Strukturen, gerade wenn man das nur so schleift, weil, wie gesagt, gerade im Flachen, mein Blei hebt eigentlich kaum ab. Ihr merkt, wo ist sandiger Boden, wo ist die Muschelkante, wo geht die Packung lang. Das ist wirklich ein super Indikator, um festzustellen, A, die Strukturen in einem Spot und B, um auch einen Biss festzustellen, was ein Ticken wichtiger ist, aber wenn man seinen Spot nicht versteht, kann man auch keine Fische fangen. Ganz einfache Regel. Gerade über die Muschelpacken drüber geschliffen und ihr seht, wo der hängt, vor dem Bullet, vorne drauf, durch die Muschel durch. Das ist genau das, was ich meine, weil ihr schleift den so durch, dass er nach unten geht. Ich habe hier jetzt auch schon erste Abnutzung drauf, aber das ist minimal. Flog kann ja auch ein bisschen was ab. Die Muschel hing genau vor dem Bullet, weil ich die hiermit schleife. Also denkt dran, checkt das regelmäßig.
Ich habe es gestern im Video schon mal gesagt, ich sage es heute auch nochmal. Wenn ihr Bock habt, euch das gefällt, was ich hier mache, kommt gerne mal auf meinem Kanal vorbei. Ich bin auch auf YouTube sehr, sehr aktiv. Guckt so, dass in der Regel alle 2 Wochen ein Video kommt. Seit einem Jahr jetzt, also habt ihr auch noch Material, was ihr euch anschauen könnt, falls euch das gefällt. Ich will es nicht mit Eigenwerbung übertreiben, aber wenn ihr Lust drauf habt und euch dieser Style gefällt, ich erkläre bei mir auch relativ viel, also mal mehr, mal weniger, aber jetzt gerade die letzten Videos, war auch einmal Barschangeln, Zanderangeln im Winter. Wenn ihr da noch Tipps braucht oder euch allgemein der Videostyle gefällt, schaut gerne bei mir vorbei. Link wird hoffentlich in der Beschreibung sein. Am I strong? I gotta give it a go, yeah. I had a grind, working for money in the door, yeah, yeah. Stop wasting time, you wasting your time for real. I'm bought in no cap for real, remember we came from the dark for real. Yeah, 2, pathetic, they drown in the pool. Okay, I might need a boost. Okay, just give me the loot. 305, that's my city, the zoo. I'm gonna find someone, call Uncle Luke. On the 5, gotta watch how you move. On my knives, they gon' pull up and screw. Es ist unglaublich. Ich fall gleich vom Glauben ab. Wieder bis hin ganz kurz. 1 Sekunde und tschüss. Boah. Das war jetzt der erste Wurf wieder an dem Spot. Selbe Stelle, wo ich einen 54er hatte. Ui, ui, ui. Weil wenn ich aus dem Schwarm, das sind immer 3, 4 Fische in der Größe, einen jetzt quer hatte und der da ein bisschen Alarm gemacht hat, nicht gut. Mal gucken. Boah. Leute, es hängt wieder einer drauf. Selber Spot, wo ich eben den Fehlbiss hatte. Boah, bitte, der bleibt jetzt mal dran. Ist nichts Großes, aber... Was heißt nichts Großes? Ist ein schöner, definitiv ein schöner, wird ein schöner Fisch sein, aber kein 54er auf jeden Fall. Oh, danke schön, endlich, ey. Jawohl, ist geiler Fisch. Boah, super, ey. Geiler, geiler Fisch. Der hängt auch schön. Komm mal. Komm. Na, Köder, es hängt gut. Oh, der hängt aber. Jetzt habe ich mal gewartet mit dem Anhieb. Und da ist er. Ha! Praise the Lord! Die beißen doch noch vernünftig. Oh, der hat schon mal einen Nogger überlebt. Ey, den wollte wahrscheinlich jemand schon mal in das Zimmer, wenn man oben guckt. Oh, yes! Ich glaube, selten über einen 40er Barsch so gefreut. Den brauchen wir auch nicht messen, aber es ist schön, noch mal einen zu fangen. Der wird so Anfang 40 haben, 42 oder so. Praise the Lord. Dankeschön. Ich habe jetzt, ich weiß gar nicht so lange, dass ich keinen Fisch hatte, sondern eher, komm mal zurück, mit den ganzen Fehlbissen. Oh, da ist er, der Übeltäter. 10er Bucks Pumpkin, absolute Macht, dieser Köder. Und ich habe jetzt gerade, ich glaube, du bist auf der GoPro drauf, wirklich gemerkt, zieht, zieht, gewartet und dann irgendwann so ein bisschen, also nicht voll angehauen, sondern einfach angezogen, dass sich der so reindreht. Und der hing gerade schon so sauknapp. Also er war hinten drin, aber hing nicht so gut. Also den hätte ich auch gut verlieren können. Oh, nice. Weiter geht's. Ich habe die ganze Zeit gerade überlegt, boah, fährst du weiter, noch ein bisschen umstellen. Habe gesagt, komm, noch ein Wurf. Und das war gerade wirklich imaginär für mich, der letzte Wurf. Und da kam der. Ah, danke schön. Noch einer. So, direkt wieder gute Laune, gar kein Problem. If I being honest, loving you the hardest thing to do, so I keep to myself. I feel like I'm falling. Now we starting to talk less, killing all the progress. Really hard to process, you treat me like an object. Baby, we talk. So, das war der letzte Wurf, Freunde. Wir sind im Angeltag durch, war kein langer Angeltag. Wir mussten heute, müssen heute früher ausslippen, hatte ich eben ja schon kurz erklärt. Ich muss noch einen Jungen nach Hause fahren. Später ist eingeslippt und wir mussten dann morgen die Buden noch aufräumen, weil es ein relativ kurzer Angeltag, aber ein
wahnsinnig krasser Angelteig. Ich habe einen 54er Barsch gefangen. Mein PB, ich glaube für 99% der Zuschauer auch ein PB, bin ich 100%. Wahnsinn. Carolina Rig, super geile Montage im Winter. Ich hatte halt wirklich mit Fehlbissen zu kämpfen. Ich würde es nicht nur auf den Offset schieben, ganz ehrlich. Die Fische waren keine guten Bisse heute, die waren nicht so aktiv. Aber Carolina Rig im Winter auch eine richtig geile Methode. Ich fische zu 95% Twitchbait und Zerik im Winter. Twitchbait zum Suchen, Zerik zum Spot ausangeln. Wenn ich weiß, da steht Fisch, den Spot hämmer ich jetzt durch, dann ist Zerik 1000-mal geiler. Und aus meiner Erfahrung kommen auf Zerik auch die größeren Fische. Ja, ich habe auch schon Fuffis auf Twitchbait gefangen oder richtig große Fische auf Twitchbait gefangen, aber ein Großteil der fetten Fische kam bei mir persönlich auf Zerik. Ist aber, glaube ich, sehr, weiß nicht, subjektiv oder sehr individuell von der Erfahrung her. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich hoffe, euch hat der Film gefallen. Ich gönne mir heute Abend auf jeden Fall ein Bierchen. Lasst ein Like da, Abo. Wenn ihr Bock habt, guckt bei mir auf dem Kanal vorbei. Und ja, ich brauche erstmal ein paar Tage Erholung hiervon, weil das war echt richtig, richtig cool. In diesem Sinne, viel Spaß am Wasser, mega geile Zeit, nutzt die Zeit. Petri Heil, auf Wiedersehen.